Ich glaube, das Pack geht jetzt an Janotu. Groß werde ich auch machen. Abfahrt. Wenn da jetzt noch einer drinnen ist, ein heftiger Spieler, dann ist sowieso vorbei. Okay, doch nicht. Schade. Keine Tafel. Keine Tafel. Das ist zu krass. Wie viel kostet das Pack? 25 Euro? 25 Euro und keine Tafel? Leute, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Mir fehlen gerade echt die Worte. Alter, wenn da jetzt kein Walkout kommt. Was? Leute, es kommt gar kein Walkout. Ein Walkout muss kommen. Gleich Icon, das wäre zu... Jetzt aber! Leute, jetzt ein Walkout, come on! Modric, Perisic. Schade, dass der kein Team auf der Group Stage hat, ne? Company ist auch am Start. Oh, oh mein Gott, Leute. Da kommen jetzt einige Schweinsnasen. Munas, Bro. Welcome to my club. Why are you so expensive, Bro? Mein Englisch. Heißt doch expensive, oder? Das macht der Energy, ist echt so. Energy gibt volle Konzentration. Auf jeden Fall Toni Kroos, was das für eine geile Pack-Animation. Also die ist schon geil. Die von Dani Alves ist auch übelst geil. Die von Dani Alves ist übelst sexy. Gerade Fabinhos Gold-Upgrade, Alter, GG mein Lieber. Gomez, wir weiß nicht, wie oft wir den schon gezogen haben heute, ne? Aber jetzt brauchen wir einen Walkout für das letzte Pack. Ich sag trotzdem, wir werden nichts ziehen. Alle nochmal einen fetten Glücksdaumen nach oben, Leute. Und es würde mich sehr, sehr freuen. Abonniert doch gerne meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Danke euch dafür. Und jetzt öffnen wir einfach mal. Let's go. Let's go. Ich bin echt gespannt. Echt korrekt, dass ihr Packlock einschreibt, ne? Das wäre jetzt echt extrem gut, wenn wir was ziehen. Oh oh, also kein gutes Pack, Leute. Ja! Ja! Wenn das jetzt wirklich Kanté ist, Mann! Come on! Okay, der Chat spammt! Der Chat spammt! Jawoll! Mann, stabil! Das ist geil, das ist geil. Und das könnte... Nee, da kann er jetzt gar nicht mehr wirklich jetzt dahinter sein, ne? Oder? Okay. Okay. Da kann ja eigentlich gar nichts mehr Gutes dahinter sein. Du Hund. Lakia, du Hund. Eben 660k gemacht. Echt? Alter. Das ist gerade zu krass, Leute. 700k. Ich sage auch noch so, da kann ja gar nichts mehr Gutes dahinter sein, ne? Aber ja, Gomez ist wichtig. Den darf man natürlich nicht vergessen. Aber einfach Varane und Kanté. Leute, zu krass. Wie viel kostet Kanté? Mindestens 410. Es ist echt ein Frankreich-Pack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Franzosen aus 30 Spielern oder von 30 Spielern. Einfach 6 Franzosen. Da ist er. Alter, diese Karte, die sieht doch sowas von geil aus, ne? 3,242, 3,239, 3,2. Den holen wir uns. Er ist da, er ist da. Second Owner. Halt's Maul einfach. So eine geile Karte. Aber hey, Weekend League werden wir jetzt wahrscheinlich eh verkacken, ne? Weil wie gesagt, ich bin den ganzen Tag schon unterwegs und so weiter. Aber bla 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 bla. Vorneweg erstmal danke fürs Zuschauen der Pack-Reaktion bzw. des Kanté-Varan-Packs. Gebt doch sehr gerne den Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank. Am Ende habe ich ein 23:4 erreicht. Aber ich dachte, ich schneide euch mal meine bitterste Niederlage in der Weekend League. Schaut euch mal das Spiel an. Hattet ihr auch schon mal solche Spiele? Kommentiert mir das mal. Das war auch der Grund, warum ich dann letztendlich den UCL Courtois verkauft habe. Aber bitte, achtet mal auf Vieira. Ich habe es nie ausgesprochen, aber achtet einfach dann auf Vieira im Spiel. Das Verhalten war von Anfang an komisch. Warum Vieira? Wie gesagt, seht es jetzt im Spiel. Viel Spaß. Daumen nach oben nicht vergessen. Würde mich auch über jedes neue Abo freuen. Und jetzt Abfahrt, Leute. Ab ins Spiel. Ah, Leute. Okay. Okay. 99 Chemie. Thiago Silva und der Linksverteidiger könnten schwach, also Schwäche sein, ne? Also Lukas, wenig Ausdauer. Linksverteidiger und Thiago Silva. Thiago Silva ist nicht Fullcam. Schauen wir mal. Nein! Boah, ich hatte jetzt gar keine Kontrolle.
Ei, schön gemacht. Aber meine Spieler stellen sich gerade richtig dumm an. Dritte Minute, ich merke das schon. Ei. Was? Mann, Leute, was ist mit VR mit diesen Vollidioten? Gelb-Rot in der 13. Minute. Was ist mit den Typen los? Ich bin so ein Trottel. Er war falsche Ecke. Pff, wohin? Kann nicht sein. Ach Leute. Ja. Let's go. Mann. Er schießt nur von diesem 50-Meter-Bereich, Alter. Ja, na, come on, nicht Pfosten, der zweite Pfosten. Jetzt beginne ich schon langsam zu nörgeln, Leute. Vera kriegt gelb-rot in der 13. Minute. Zweimal Pfosten, schlimmer geht's nicht mehr. Das kann nicht sein, Mann. Ich fühle mich so verarscht gerade. Ja, der Spot, den hätte er gar nicht haben dürfen. Wäre der Ball nicht abgefälscht gewesen, hätte er diesen Spot gar nicht bekommen. Es ist frustrierend gerade. Let's go, weiter. Ich hätte auch wieder wetten müssen, ne? Aber nee, ich versuch zu schießen. Das gibt's nicht. Mann, das dritte Mal Pfosten in diesem Scheißspiel. Drittes Mal Pfosten in diesem Scheißspiel. Aber jetzt kriege ich wieder Anschlusstor, ne? Anschlusstor Nummer 3, glaube ich, müsste das dann sein. Leute, seit Minute 13 spiele ich ein Mann weniger. So sieht meine Aufstellung aus. Ich kann gar nicht anders spielen. Mann, warum laufe ich nicht einfach? Ist das dein Ernst? Der müsste eigentlich schon längst, ne? Das ist zu krass. Nein! Mann, warum treffe ich ihn jetzt nicht mehr? Thank you.
Nein, ich wollte rechts. Ich fühle mich so verarscht, Mann. Das kann nicht sein. Alter, das war wirklich dieses egal, nicht aufregen, Leute. Erste Halbzeit, 13. Minute, ein Mann weniger gespielt. Ich habe dreimal den Pfosten getroffen und vorher, ich will rechts schießen, er schießt in die Mitte. Alter, das tut so weh. Danke, Leute, wenigstens muntert ihr mich auf, das tut so weh gerade. Was? Was? Wie viel kostet der normal? Überteuert verkaufen for the world, oder? Der kostet 250.000 und jemand hat ihn sich um 305.000 Coins gekauft?